Hi, heute wollte ich euch mal sagen, was ich denn so alles an Mädchen liebe. Ich habe mir mal so ein paar Sachen rausgesucht und überlegt, ja, was ich einfach an Mädchen mag, was ich an Mädchen lieb. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal die Sachen an und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Die erste Sache ist, wenn man sich mit einem Mädchen sehr gut versteht und einfach so eine richtig coole Freundschaft hat, da muss jetzt nichts zwischen mir und ihr laufen, sondern einfach, das muss einfach eine richtig gute Freundschaft sein und dass man sich einfach mal so in den Arm nehmen kann. Das heißt, wenn man sich einfach mal sieht, wenn man sich trifft und eine längere Zeit nicht gesehen hat oder auch einfach ein paar Tage nicht gesehen hat, dass man sich umarmen kann und nicht nur so 0815 Umarmung irgendwie so ganz leicht, sondern dass man sich so richtig schön in den Arm nimmt, dass man sich einfach so mal kurz drückt, dass man sich so spürt und ja, sowas, weiß nicht, also sowas liebe ich an Mädchen, wenn man das so locker machen kann, wenn man da nicht dann irgendwie denkt, oh mein Gott, da läuft was oder so, sondern wenn die Mädchen einfach so auch so locker sind und einfach so einen richtig umarmen können. Dann liebe ich noch an Mädchen, wenn sie richtig schöne Augen haben, beziehungsweise einfach schöne Augen an Mädchen. Ja, wenn die schön funkeln, wenn man es mag, einfach in die Augen zu schauen. Weil ich finde es ganz wichtig, wenn man miteinander spricht, dass man in die Augen schaut und dass man nicht irgendwie die ganze Zeit um die Welt rumschaut irgendwie, sondern dass man schön in die Augen schauen kann. Und wenn ein Mädchen richtig schöne Augen hat, dann fällt es einem viel einfacher. Und ja, ich liebe schöne Augen an Mädchen. Dann liebe ich es noch, wenn Mädchen leicht eifersüchtig sind. Es muss jetzt nicht unbedingt die Freundin sein, sondern einfach auch eine ganz normale Freundin. Wenn man merkt so, ja, dass sie möchte, dass man einfach mit ihr am meisten befreundet ist, wenn man so eine leichte Eifersüchtigkeit irgendwie daraus spürt. Das finde ich ganz, ganz cool, ganz süß und das mag ich an Mädchen, wenn man das einfach so merkt, dass man einem wichtig ist und auch nur, wie gesagt, freundschaftlicher Basis. Also ihr könnt es jetzt auf beides beziehen, aber ich meine es hauptsächlich auf freundschaftlicher Basis, dass man einfach merkt, ja, ich bin der Person wichtig, ich bin ihr wichtig als Freund, als Kumpel einfach. Wenn man so einen kleinen Hauch so von Eifersüchtigkeit spürt, das mag ich sehr, 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 sehr arg an Mädchen. Dann ganz wichtig und ganz groß auf meiner Liste von Dingen, die ich an Mädchen lieb, ist, wenn man mit Mädchen einfach ganz locker sprechen kann. Auch jetzt, wie gesagt, mit einer Freundin oder mit seiner Freundin. Einfach, wenn man über alles und die ganze Welt reden kann, ohne irgendwelche Probleme davor zu haben. Das finde ich ganz wichtig, dass man einfach reden kann, weil ich habe es schon erlebt, wenn ich mit jemandem jetzt befreundet bin oder mit einer befreundet bin, mit einem Mädchen, habe ich schon gemerkt, mit manchen Leuten kann ich nicht über alles reden. Das ist so eine Spannung, das ist nicht locker, das ist irgendwie ganz verkrampft und ganz schwierig mit einfach über alle Sachen zu reden, sei es jetzt über Alkohol, über Sex, über meinetwegen aufs Klo gehen oder was weiß ich, keine Ahnung. Mit manchen Mädchen oder mit manchen Leuten geht es einfach nicht. Und das liebe ich an Mädchen, wenn man das mit einem machen kann. Also wenn das Mädchen ganz locker ist, wenn man einfach mit dem reden kann über alles, das finde ich wichtig und das finde ich cool. Und auch jetzt zum Beispiel über das Klo gehen und so würde ich auch nicht reden, das finde ich eklig, das finde ich extrem eklig. Aber so ganz normal allgemeine Sachen, einfach wenn man sich alles erzählen kann und so, und das finde ich ganz wichtig und das liebe ich an Mädchen, wenn Mädchen locker sind und man locker mit Mädchen reden kann. Was ich auch noch an Mädchen liebe, ist, wenn man einfach mit denen Spaß haben kann. Also, wenn ich jetzt einfach mit einer befreundet bin, ganz normal, und wir sagen, okay, wir setzen uns jetzt ins Auto und fahren irgendwo hin, keine Ahnung, wir fahren einfach essen, wir treffen uns einfach nur jetzt zum Essen oder irgendwas, wenn man einfach ein bisschen Spaß haben kann, wenn man chillen kann und wenn es einfach alles so locker ist, also das, weiß nicht, also sowas liebe ich an Mädchen, weil ich finde, mit seinem Kumpel, okay, cool, kann man auch machen, ist geil. Bros before hoes und so. Aber ich finde, mit den Mädchen ist das alles irgendwie ein bisschen cooler, chilliger und ja, das liebe ich an Mädchen, wenn man einfach Spaß haben kann, locker Spaß haben kann, ganz normal befreundet sein kann. Diese Sachen liebe ich an Mädchen. Ja, warum rede ich so komisch? Ich habe keine Ahnung, aber ja, das sind eigentlich so die Sachen, die ich an Mädchen liebe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wollte auch nochmal ein riesen Dankeschön sagen an über 3000 Abonnenten. Wir sind jetzt schon knapp 3150 oder so. Dankeschön auf jeden Fall dafür. Im nächsten Video werde ich mein Postfach bekannt geben. Also könnt ihr euch schon mal einen Stift und einen Zettel parat legen und überlegen, was ihr mir schicken möchtet, wenn ihr mir was schicken wollt. Natürlich, dann werde ich nämlich mein Postfach bekannt geben. Und genau, ich würde dann sagen, wenn es euch gefallen hat, das Video, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und schaut mal links und rechts hier vorbei bei den letzten zwei Videos. Das war einmal eine Challenge, einmal ein Vlog. Da bin ich nicht alleine, könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Die sind richtig cool geworden, die Videos. Ansonsten dürft ihr mich auch gerne abonnieren, wenn ihr noch kein Abonnent seid meines Kanals, dass wir uns dann öfters sehen. Und ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich würde sagen, alle Social Media Links findet ihr in der Infobox verlinkt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und was waren das für Handbewegungen? Keine Ahnung, egal. Ciao.